Hallo zusammen, Eizocke hier. Falls ihr mich mal live sehen wollt, schaut in die Kommentare, da findet ihr den Link zu meinem Twitch-Kanal. In diesem Video zeige ich euch die Quest Gesucht, verblobener Duskaldwachen, anzunehmen bei Anfrage des Archivars, das ist dieser Zettel hier, an der Küste des Erwachens, an dieser Position. Ich werde jetzt diesen Duskaldwachen suchen. Die Suche werde ich nicht mit aufzeichnen. Aber sobald ich ihn gefunden habe, gibt es weitere Infos. Map, wo er ist, was er kann, wie man ihn lootet, etc. Also, bis gleich. Da bin ich wieder. Ich befinde mich an dieser Position. Hier ist ein Steg, das ist der Flugpunkt. Oh, du Loot aus dem Posten. Und den Duskaldwachen könnt ihr nur looten, wenn das Schiff hier anhält. Also da müsst ihr warten, bis es ankommt. Und dann ist es unter Wasser. Da ist er. Also Schiff, Schildkröte, man sehe es, wie man es wolle. Hier auch ein bisschen die Umgebung. Nochmal die Map, hier unten. Dieser Steg, diese Schildkröte, hinter der Schildkröte im Wasser, der Duskaldwache. Ich mache nochmal eine kurze Unterbrechung und melde mich beim Abgabe-NPC wieder. Bis gleich. Ich bin auch schon gelandet bei der Drachenschuppen-Expedition. Nun geht es hier in dieses Zelt. Sollte euch bekannt sein, ist auch nicht zu übersehen. Quest ist abzugeben bei Katalogisivavin Jakes an der Küste des Erwachens an dieser Position. Ich hoffe, mein Video konnte euch helfen. Falls ja, könnt ihr gerne auch mir helfen. Einfach indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch auch hier in der Mitte so einen Abonnierknopf ein. Und nicht vergessen, in den Kommentaren Link zu meinem Twitch-Kanal. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und viel Erfolg. Ciao.